8 Abgänge und nur 3 neue Spieler, darunter 2 Torhüter. Auf den ersten Blick sieht es wirklich so aus, als ob Hansa Rostock in der neuen Saison ein echtes Personalproblem kriegen könnte. Aber Trainer Christian Brandt ist auf Veränderungen gar nicht so scharf. Er glaubt, eine andere Erfolgsformel gefunden zu haben. Nach 5 Wochen Pause wird bei Hansa jetzt wieder trainiert. Zurück auf dem Trainingsplatz. 22 Spieler sind da, viele alte Bekannte. Unter den Spielern und im Trainerteam. Was ist neu bei Hansa? Keine Ahnung, also das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also was soll neu sein? Das ist Ihre Frage, oder? Ja. Also, neu ist, dass es nicht regnet, glaube ich, oder? Seine erste volle Spielzeit an der Seitenlinie. Christian Brandt ist Trainer geblieben, hat seine Schlüsse aus der Rückrunde gezogen. Man lernt ja ständig dazu. Also bei Hansa, das ist einfach so, dass wir erfolgreich sein können, wenn alle hundertprozentig funktionieren und wenn die Mannschaft jedes Spiel 100% abruft. Auch das Geld ist weiter knapp. 2 neue Torhüter, 1 neuer Mittelfeldspieler. Das sind schon die Verstärkungen. Dafür kommt ein Langzeitverletzter zurück. Alexander Stevanovic spielt wieder mit. Ich glaube, ich stehe da, wo alle anderen auch stehen, nämlich in der Vorbereitung und so gesagt bei Null. Und ja, ich hoffe, dass ich dieses Jahr wieder angreifen kann. Brandt verantwortet den Kader komplett, denn auch einen neuen Sportdirektor gibt es weiter nicht. Einen großen Kaderumbruch ebenso wenig. Von den Jungs, die letztes Jahr durchgehend gespielt haben, sind alle geblieben. Ich glaube, das ist nicht so häufig im Profifußball. Und ich glaube, daraus haben wir auch die Möglichkeit, relativ viel Kraft und Selbstvertrauen zu schöpfen, weil wir wissen, beziehungsweise die Jungs wissen auch, wie man Punkte in der dritten Liga holen kann. Und das haben sie in der vergangenen Rückrunde sehr, sehr eindrucksvoll häufig gezeigt. Aber wir müssen uns alles wieder neu erarbeiten. Linksverteidiger Dorda fehlt vorerst verletzt. Doch anstatt Spielerflucht gibt es diesen Sommer etwas anderes. Kontinuität. Das ist neu bei Hansa.